Willkommen zurück, meine Lieben, bei Panzerkorps. Ich denke mal, wir fangen erstmal auf der linken Seite an. Hier ein paar Conscripts. Sollten nicht so ein Problem sein. Greift nicht zurück an. Fantastisch. Das ist gebonkt, wenn man so will. So, die zwei sind auch weg. Da hatte die Artillerie auf dem Fluss gelandet. Das war jetzt auch nicht das Intelligenteste. Du kriegst, glaube ich, Supplies. Dann kommt hier irgendwelche Guards daher. Ich weiß nicht, ob ich... Ich meine, der Tiger ist eigentlich relativ safe, oder? So, und da haben wir noch ein paar weitere Conscripts. Zu weit nach vorne will ich jetzt erstmal nicht. Ja, okay. Wir wissen, was da ist. Habe ich mir gedacht. Das war relativ offensichtlich. So, du kriegst Supplies. Du hast nicht mehr viel. Du auch. Du hast noch zwei Schuss. Geh mal dahin. Und dann dahin haben wir das schon mal alles eingenommen. Das ist ja alles auch Prestige im Endeffekt. So, an den dummen Panzer kommen wir nicht ran. Aber wir können uns um diese Conscripts hier kümmern. Der greift nicht zurück an. Problem ist, wir töten ihn auch nicht. Aber was soll's? Das ist okay. So, dann... diese Geschichte hier. Nehmen wir dich erstmal nach vorne. Du bist ja... Wir haben dich extra wieder aufgeladen. Weitere Anti-Air-Gun, die weg ist. Okay, dann... Ja, das war jetzt nicht der beste Schuss. Soll für den Moment genügen. Minus 5, der wird sich verziehen. Okay, gut. Haben wir beide eingenommen. Ich denke mal, der wird hier wieder reingehen und das Ding einnehmen. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob das... eine Anti-Air überhaupt kann. Wir wollen mit unserer Artillerie nicht in der Range von seiner Artillerie gehen. Außer... Okay, das Ding ist schon mal weg. Trotzdem, ich denke mal, das ist soweit okay. Minus 8. Dann ziehen wir euch... ein bisschen zurück. Oder vor. Wir sehen keine weiteren gegnerischen Einheiten. Geh du mal dahin, damit er sich nicht komplett wieder hochregeneriert. Ne, geh ich hier hin. Sonst kommt die, das Ding da raus. Muss nicht unbedingt sein. Also gut zu wissen, dass er da noch so einen dummen Anti-Air-Panzer hat. Aber sieht so aus, als machen wir einigermaßen gut Progress. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, irgendwas ist faul. Es ist momentan zu einfach. Irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Okay, da ist irgend so eine SMG-Infanterie-Einheit. Ich glaube, nächste Runde machen wir hier mal die Artillerien weg.
könnte halt jede Zeit noch irgendjemand rauskommen. Geh mal hier hoch. Da ist kein Schwein. Warum ist hier kein Schwein? Oh, was war das? Gar nichts. Absolut rein gar nichts war das. Stell die nur ungern aufs offene Feld. Ich denke, zum Schutz können wir hier vielleicht auch noch einen Flieger hinpappen. Haben wir noch ihn hier. Der ist nicht so eine Gefahr. Ich denke mal, nächste Runde schnappen wir uns den. Wir verwenden diese Runde, glaube ich, mal zum Aufmunitionieren. Das heißt, so, du kannst dahin. Supplies für dich. Supplies für dich. Hooray. Theoretisch könnte er hier Sachen kaufen. Das ist ein bisschen... Können wir das verhindern? Können wir. Gut. Das wäre mal das. Dann... Können wir vielleicht anfangen, hier ein bisschen zu bomben? Okay, jetzt greift er nicht mehr zurück an. Fantastisch. Wir haben noch 2 Schuss. Okay, ein bisschen aufpassen. Hier hinten wissen wir noch nicht, was da ist. Ich weiß nicht, ob ich den Scout da vorne haben möchte. Ich glaube, ich ziehe den ein bisschen zurück. Viele Infanterieeinheiten. Auf den ersten Blick. Da solltest du sicher sein. So, du hast 50. Ich denke, ich bringe dich hier runter. Du bist wieder voll aufgeladen. Ich weiß noch nicht. Hier kommen sie nicht durch, weil er Sumpfgebiet ist. Du hast nicht wirklich einen guten Move. Problem ist, wenn ich hier hingehe, dann kommt dieser blöde Panzer. Was nicht. Wobei er greift wahrscheinlich sogar einen von denen an. Es war. Weil er kommt bis hierhin und dann kann er angreifen. Naja. Es ist, wie es ist. Kann man nichts dagegen tun. Wir könnten ihn mit Gustav einmal anschießen. Wäre vielleicht nicht die dümmste Idee. Jetzt ist er zumindest nicht mehr ganz so stark. Dann... Ich denke, du bleibst erstmal. Dann würde ich ganz gerne hier mal schauen, ob wir irgendwas sehen. Tun wir. Okay, gut zu wissen. Schau einer an. Schau einer an. Da kommen weitere Landungstruppen. Wer hätte das gedacht? Das heißt, die Levelbomber werden hier oben weiterhin gebraucht. Aber gut, haben wir die entdeckt. Das war, glaube ich, wichtig. So, wir sehen jetzt auch, hier könnte noch irgendwo eine Anti-Airgun sein. Ich denke, wir krallen uns noch den da.
Nochmal ein minus 2. Ärgerlich. Naja, ein Fighter weniger. Ach, ihr habt Anti-Air-Funktionen. Schmeiß dich mal hierhin aus Bait. Vielleicht sieht den da jemand. Du kannst mal so ein bisschen in die Mitte gehen, damit du in der nächsten Runde möglichst flexibel bist. Ansonsten, das sieht soweit auf der Seite eigentlich ganz gut aus. Also es scheint viele Truppen auf der Seite zu kommen. Wir können mal kurz gucken, was er da überhaupt hat. Conscripts, Conscripts, Conscripts. Was soll es das? Eine Anti-Tank-Gun. Artillerie. Und noch mehr Conscripts. Okay. Ja, nicht. Noch mehr Conscripts. Schauen wir, was er tut. Okay. Jetzt kommen Flugzeuge. Oh, mein Lieber. Das war. Das hast du dir wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt. Jetzt kommen die stärkeren Panzer. Offensichtlich. Ein großer Push ist im Anmarsch. Glück gehabt. Glück gehabt. Ja, das ist genau das, was ich eigentlich befürchtet und auch erwartet habe, dass das passieren wird. Dass er jetzt hier richtig mit dem Material vorfährt. Okay. Okay. Das wird interessant. Ach, du kriegst den nicht weg. Wo sind unsere ganzen Fighter? Du kommst nirgendwo hin. Du kommst auch nirgendwo hin. So, ich gehe erstmal hier hin. Dann sehen wir auch die ganzen. Du kannst den vielleicht one-shotten. Die ganzen Landungstruppen. Müssen wir das machen? Wahrscheinlich. Ah, minus 2. Naja, weg ist weg. Das ist der letzte, denke ich mal. Das war gar nichts. Okay, dann würde ich sagen, du kriegst Supplies. Du kriegst auch Supplies. Du schnappst dir das Ding da. Und jetzt schauen wir, was hier Priorität hat. Die Conscripts sind. Also wir werden die priorisieren, die jetzt natürlich landen können. Das heißt definitiv dich. Okay, one shot. Nice. Das sind Conscripts. Die sind uns momentan noch egal. Oh, da haben wir noch einen Flieger. Ha. Wow, was hat da alles. Was da alles ankommt, ne? Holy shit. Hier ist erstmal nichts. Verwunderlich. Das Gute an der ganzen Sache ist, es müsste Möglichkeiten geben für ein paar Surrenders. Zum Beispiel bei dem. So, das hier ist ein Anti-Tank-Ding. 8 Initiative. Wir haben da so ein kleines Mistpanzervieh.
Jetzt kommen wir nicht mehr an die blöde Anti-Air-Gun ran. Das ist auch ätzend. Das ist ein verdammter Infanterietransporter. Ich meine, die wegzumachen wäre natürlich schon eine gute Sache. Solange sie verwundbar sind. So. Hat fast gereicht. Hat fast gereicht. Greif mal den an. Okay, so viel dazu. Oh, da ist auch ein Panzer. Da hat er noch einen. So, nehmen wir erstmal das Ding hier ein. Und dann kannst du hier rüberkommen und helfen. Was mich... Oh. Hi. Wo kommt der denn her? Wo kommt er denn her? Der ist gerade so ein bisschen aus dem Nichts aufgetaucht, ne? Schauen wir mal. Grüß dich. Oh, minus eins? Ugh. So, weg ist er. Dann gehen wir einmal auf den hier. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Scout... Ich denke, den Scout dahin zu packen ist wahrscheinlich keine schlechte Idee. Na, zwei Artillerien als Unterstützung. Den kriege ich nicht weg. Aber den hier. So, ja, den können wir nicht angreifen wegen dem dummen Ding hier. Ich weiß nicht, ob wir den Tiger hier drüben noch brauchen. Also, hol dir mal die Conscripts. Wahrscheinlich. Okay, das sind Conscripts. Das sind auch Conscripts. Das Ding landet diese Runde nicht, aber ich denke, es ist trotzdem besser, dem direkt eine reinzuwürgen. Du kannst mal hier zurückkommen. Dann ist hier die zweite große Streitmacht im Gange. Den brauchen wir nicht. Puh, da kommt er direkt mit dem Truppentransporter ganz, ganz vorne. Ich sehe keine Anti-Air-Guns. Das ist schon mal... das ist schon mal was. Es könnte sein, dass wir da in Ruhe bomben können. Da, du kannst bis da hoch. Schnappen wir uns erstmal den hier. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Munition. Da kommt ein Truppentransporter. Oder wir greifen hier die... Ich habe ein bisschen Angst, mit dem nach vorne zu gehen. Gerade weil da so ein blöder Anti-Tank-Gun ist. Wo ist unser Bomber, der... Das ist ein Ace-Bomber. Das hier ist er. Schnapp dir mal bitte den hier. Oh, minus 3 nur. Ugh. Sehr schlecht. War hier nicht noch einer?
Da ist eine. Da ist noch eine. Ach, da ist noch eine. Okay, gut. Dann haben wir alle. Dann haben wir alle. Nach wie vor die Artillerie versuchen wegzumachen. Sicher keine schlechte Idee. Ah, den hat er jetzt wieder komplett hochgeheilt. Alles, was man one-shotten kann, ist ein Gewinn. Keine Artillerie da in der Nähe. Minus 7. Okay, weißt du was? Ach, komm schon. Ah, es könnte aber auch einmal was nach Plan laufen, oder? Einmal. Der ist auch gefährlich, aber der hat eine gute Air Defense. Wir könnten auch auf die Infanterieeinheiten losgehen. Weil ich glaube, das sind diese Guards, die sind die, die auch Anti-Air-Möglichkeiten haben. Geh du mal hier hin. Okay, das wäre das. Du ziehst dich wieder zurück. Einmal eine minus 7. Ach, du hast nicht mehr viel Munition, das ist schlecht. Ist ein bisschen zu risky, hier hinzugehen, weil ich glaube, der könnte hier angreifen. Du kriegst mal Supplies. Gustav. Ist jetzt die Frage, wollen wir eine der Artillerien definitiv weg haben? Dann muss Gustav nächste Runde aber auf jeden Fall Munition kriegen. Oh, du hast auch nicht mehr viel. Ich denke, wir machen eine weg. Ich denke, wir machen eine weg. So, dann haben wir euch zwei, die wir auch noch irgendwie sinnvoll einsetzen können, versuchen. Oder ich lass... du hast volle Munition. Geh du mal dahin. Vielleicht ist einer so doof und geht hier rein und läuft voll in einen Ambush. Du kriegst Supplies. Die Optionen hier sind alle nicht so ideal. Vielleicht können wir den da wegmachen. Okay, da kommen noch weitere Truppen. Machen wir das noch ein bisschen nach. Ja, hier haben wir nicht gut aufgeräumt. Die können uns in den Rücken fallen. Hier stehen wir einigermaßen solide. Ich denke mal, sie werden versuchen, den Scout anzugreifen. Aber wir haben einigermaßen gut Munition mit den beiden hier. Von dem her, ich denke, das sollte okay sein. Wir werden sehen. Der Tiger. Also, die drei werden landen. Das sind Conscripts. Der Panzer kann die wegmachen. Ich denke, wir brauchen den Tiger nicht unbedingt da. Schicken ihn mal auf die andere Seite. Ich glaube, das ist, sollte okay sein.
der hier ist mir noch ein bisschen ein Dorn im Auge. Der wird sich jetzt wahrscheinlich wieder dumm hochheilen, genauso wie der. Das ist alles ein bisschen ärgerlich, aber zumindest es sieht so aus, als kommen sie hier nicht richtig durch. Sobald wir das Ding hier weg haben, können wir, und ja, vielleicht auch den, können wir hier anfangen zu bomben. Vorher würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal um dieses Bataillon. Und geben an dieser Stelle, glaube ich, den Zug erstmal weiter. Oh, hier haben wir noch einen. Huh. Okay, weißt du was? Nächste Runde kannst du hier mithelfen. Das ist gut. Ja, er greift den Scout an. Okay, die schnellen Panzer kommen. Kein Ambush, leider. Oh, die gehen in den Wald. Das ist gut für uns. Ansonsten bisher... Das ist keine wirklichen Angriffe. Da gab es einen Ambush gerade. Sehr nice. Ja, das lief ja einigermaßen ganz gut. Panzer 2 Lux. Was zur Hölle ist das? Müssen wir uns mal anschauen. Ja. Wir haben ein paar, glaube ich, neue Einheiten. Die 44er Grenadiere sind aber nach wie vor... unglaublich langsam, das heißt, kein Fan davon. Dann hatten wir diesen Luchs. Der ist nicht hier. Ach, das ist ein Recon. Ha! Das ist ein Recon. Ist nicht so übel. Kann man sich überlegen. Dann hatten wir... hier glaube ich nichts. Wir haben noch irgendeine Artillerie. Das hier. Das ist ein neues Geschütz, das wir haben. Range von 6. Nicht schlecht. Gute Stats. Und der Sturmtiger. Der ist auch stark. Nur eine kurze Reichweite, aber er hat gute Stats. Ist sogar einigermaßen gepanzert. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist halt saumäßig teuer, aber ansonsten nicht schlecht. Nun gut, meine Lieben, an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir einen Break und sehen uns hoffentlich dann in der nächsten Episode wieder. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.